Was ist eigentlich der häufigste Fehler, den ich in der Sea of Thieves zu sehen bekomme? Und wie hängt dieser Fehler mit den Segeln zusammen? Das erkläre ich euch gleich nach dem Intro. Moin, ich bin Kexos und die meisten PvP-Spieler, die ich kenne, würden mir wahrscheinlich sagen, der häufigste Fehler, den sie in der Sea of Thieves sehen, ist, dass man mit Full Sail in der Gegend herumschippert oder dass man sich nicht verteidigt, wenn man einen Boarder an Deck hat. Das ist zwar beides keine sehr kluge Idee, aber wenn ich ganz ehrlich sein muss, dann ist der Fehler, den ich am häufigsten sehe, in Streams oder in der Sea of Thieves, dass das Segel auf der falschen Seite hochgemacht wird. Bei dem Fehler ist es auch so, es war einer der ersten Fehler, die ich überhaupt kannte, noch vor Full Sail und anderen Geschichten. Grundsätzlich ist es ja so, dass man das Segel rechts oder links hochmachen kann. Und wenn man da nicht weiter nachdenkt, kommt man dann auch nicht sofort auf die Idee, dass man dabei was falsch machen könnte. Ich kann euch aber sagen, man kann da was falsch machen. Aber ob der Fehler überhaupt auftritt, hängt von vielen Faktoren ab. Der Fehler kann beispielsweise nur im Naval Fight auftauchen. Außerhalb des Naval Fights, wenn man jetzt auf einer Insel gegen Skelette kämpft, hat man den nicht. Im TDM hat man den auch nicht. Ich habe den noch nie gesehen. Außerdem tritt der Fehler am häufigsten auf, wenn man solo unterwegs ist oder zu zweit auf einer Sloop. Steht man zu zweit an den Segeln, tritt der Fehler nicht auf. Und bei Brig und Gully ist es nochmal eine andere Geschichte. Aber worum geht's genau? Es geht im Grunde darum, dass man beim Hochziehen der Segel darauf achtet, sein Sichtfeld nicht unnötig einzuschränken. Und wenn man das mit einbezieht, dann spielt es plötzlich eine Rolle, auf welcher Seite das Segel hochgemacht wird. Das bedeutet, wenn ihr das Segel in einem Kampf hochmacht, dann solltet ihr erstmal gucken, wo ist das gegnerische Schiff. Und dabei spielt es keine Rolle, ob es ein Skelettschiff ist oder ein Spielerschiff. Das gilt für beide. Befindet sich das gegnerische Schiff rechts, dann zieht man in der Regel die Segel links hoch. Befindet sich das gegnerische Schiff links, zieht man in der Regel das Segel rechts hoch. Das muss man ein bisschen üben. Ich hatte da auch meine Probleme mit. Und es gelingt mir teilweise auch heute noch nicht. Auch ich erwische heute noch teilweise die falsche Seite. Aber warum ist das so? Warum muss ich die Segel rechts hochziehen, wenn das Spielerschiff links ist oder das Skelettschiff? Es ist so, wenn ihr die Segel hochzieht, dann könnt ihr nur einen Bereich überblicken. Sprich, zieht ihr die Segel rechts hoch, dann könnt ihr den linken Bereich sauber überblicken. Was im rechten Bereich des Schiffes liegt, könnt ihr nicht sehen. Außerdem ist es so, wenn ihr die Kamera bewegt, kommt ihr nur bis zu einem bestimmten Punkt. Danach stellt diese Kamera an. Ihr könnt dann nicht weiter nach rechts rüber drehen. Befindet sich jetzt das gegnerische Schiff, wie ich gesagt habe, auf der linken Seite und ihr zieht auf der rechten Seite die Segel hoch, dann könnt ihr die ganze Zeit sehen, was das gegnerische Schiff macht. Wenn ihr jetzt aber auf der linken Seite die Segel hochzieht und das gegnerische Schiff befindet sich links, dann ist euer Blick ja nach rechts gerichtet und ihr könnt das gegnerische Schiff nicht mehr beobachten. Es gibt aber noch einen weiteren Grund, warum man das eigentlich so machen sollte. Wenn ihr die Segel auf der Seite hoch macht, auf der das gegnerische Schiff nicht ist, ist das Risiko, dass ihr einen One Ball kassiert, etwas geringer. Es ist nach wie vor möglich, aber es ist etwas geringer. Wie gesagt, das gilt hauptsächlich für Solospieler und hauptsächlich für Sloop-Spieler. Wenn wir jetzt auf die Brig kommen, ist es so, da seid ihr ja zu dritt. Oder ich gehe davon aus, dass ihr zu dritt seid. Und ihr habt einen Helm, der den Gegner während des Kampfes im Blick behalten sollte. Es ist also nicht unbedingt eure Aufgabe, auf Brig und Gully den Gegner im Auge zu behalten. Natürlich, wenn der Helm
die Segel hinten hoch macht und er alleine ist, ist es natürlich sinnvoll, die Segel auf der Seite hochzuziehen, auf der das gegnerische Schiff eben nicht ist, weil er ja gucken soll. Aber ich denke auch, das versteht sich von selbst. Es gibt nur einen Grund, weswegen Leute, die nichts mit Helmen zu tun haben, auf einer Brigg und einer Galley trotzdem auf die Seite achten. Und zwar ist da halt immer noch die Gefahr vom One-Ball. Wie gesagt, zieht man das Segel auf der Seite hoch, auf der das Schiff nicht ist, ist die Gefahr, dass man einen One-Ball kassiert, geringer. Aber damit sind wir jetzt auch am Ende dieses Videos. Ich hoffe, ihr konntet was lernen, was mitnehmen. Im Abspann habe ich euch noch den Twitch-Streamer-Tipp. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns auf See. Euer Kexos.